Ja, guten Morgen zum dritten Tag auf dem Hexenstieg. Heute geht's von Dorfhaus hoch auf den Brocken und dann Ziel der heutigen Etappe sollte der Bahnhof Dreiannhohne sein. Bin heute nicht alleine unterwegs. Hab heute auf der Etappe Verstärkung von meiner Mutter und meiner Tante. Mal schauen, was der Tag so bringt. Heute Morgen, als wir aufgestanden sind, war es recht bewölkt und zugezogen. Aber es sieht so aus, als würde sich jetzt langsam der Himmel aufreißen. Wenn wir Glück haben, haben wir auch einen vernünftigen Blick vom Brocken runter. Antennen sind. Da sind wir vorhin losgelaufen. Aber von hier aus sind es, glaube ich, nur noch so 2 Kilometer auf dem Brocken. Ja, wir haben heute super Brockenwetter. Es ist nur ein ganz klein wenig windig. Die Sicht ist einigermaßen gut. Die Sonne scheint. Aber wenn tolles Wetter ist, ist auf dem Brocken natürlich auch immer die Hölle los. Ja, bei solch tollem Brockenwetter war ich auch noch nicht hier oben. Aber jetzt geht es dann auch gleich langsam weiter auf dem Hexenstieg Richtung Dreiannhohne. Mal schauen. Ich denke mal, das Wetter wird sich halten. Läuft. Entweder man läuft den Brocken hoch, man fährt mit dem Dampfzug oder, und hier in dem toten Baumstumpf wächst doch tatsächlich ein neues Bäumchen heran. Drive.